So, aber ich möchte jetzt trotzdem mal ganz kurz, bevor wir da hinten in das Rig reingehen, mir kurz ein Video angucken, weil es der Paul mir vorgeschlagen hat. Und zwar hat sich nämlich Felix von der Laden einen Rig gebaut. Und da stand auf dem Thumbnail eine 20.000 drauf. Und das möchte ich sehen. Weil Felix ist ja eigentlich auch so ein Racer. Ich bin gespannt, ob er sich so ein Muckefuck-Ding hingebaut hat oder so einen richtig krassen Apparat. Was hat sich denn Felix gebaut? Wow, okay. Jemand, der seine Videos sehr laut hat. Guten Morgen aus Mallorca, wir leben auf einer Baustelle. Wieder schaut euch an, alleine schon unser Eingangsbereich hier. Das hier sind unsere alten Klimaanlagen, die waren in der Decke drin. Naja, und jetzt haben wir keine Decke mehr. Das hier wurde alles rausgeschnitten und ihr könnt euch auch vorstellen, wie viel Staub das verursacht hat. Boah, das ist echt nicht schön hier gerade. Und vor allem überall ist Staub in der Luft. Ja? Also wir wischen die ganze Zeit, aber naja, die Decke fehlt da. Ist nicht gewollt so, sondern wir mussten das machen. Das ist das erste Mal, dass wir größere Probleme mit dem Haus hatten. Auch hier, alles ist auf. Weil diese Klimaanlage von den vier Räumen oben, die jetzt so zusammengehört, die ist 15 Jahre alt gewesen und der war jetzt halt kaputt. Und um da überall moderne neue Geräte reinzumachen, musstest du jetzt alles aufreißen. Deswegen sieht es aus, wie es hier aussieht. Aber natürlich musste ich jetzt nochmal auf diese grandiose Idee kommen, eine weitere Baustelle zu eröffnen, Leute, die mit diesem Stuhl hier zu tun hat. Oder ist der Stuhl? Es ist kein Stuhl, es ist einfach nur ein Sitz, ein Rennsitz. Aber dafür wird das zumindest ziemlich nice hier. Ungefähr da unten, da werde ich sitzen. Ah! Natürlich ein bisschen höher, fetter Bildschirm vor mir, geiles Lenker. Ich hätte gern sein Licht, das hätte ich gerne. Die Boxen. Hat geilste Pedale, alles in Motion, Leute. Hier kommt mein Simulator hin. In es Motion? Ist leider wirklich halt baustellenmäßig. Okay. Es sind so viele Kartons, in denen überall irgendwas Wichtiges für diesen Simulator drin sind. Und das wird alles ich hier alleine aufbauen müssen. Aber ich sage euch, das wird sich lohnen. Das ist am Ende halt einfach mal ein über 20.000 Euro Simulator, alles zusammengenommen. Das ist das Krankeste, was ich jemals selbst gehabt habe. Aber ich glaube, es wird sich so krass lohnen. Aber das macht natürlich eigentlich gar keinen Sinn, sowas sich zu Hause hinzustellen. Vor allem mit Motion, das macht das so. Entschuldigung? Können wir. Nee. Nee. Doch, das lohnt sich. Wenn man das Kleingeld dafür hat, lohnt sich das. Teuer, das ganze Ding wird sich bewegen können. Aber wenn es eine Sache gibt, für die man YouTube-Money raushauen sollte, dann so Sachen, die einem richtig Spaß machen und die man sonst vielleicht nie in seinem Leben hätte machen können. Deswegen das Ding hier. Das ist natürlich zum einen wie eine materielle Sache, aber ich meine, es ist kein Statussymbol oder so. Das ist einfach eine Sache, die leider sehr, sehr teuer ist, aber dafür halt super viel Spaß machen wird. Und da freue ich mich einfach so drauf. Nur auf den Aufbau nicht. Das wird einiges an Arbeit. Let's go. Oh, ihr wisst nicht, wie viel Zeit das alles hier kostet. Es sieht so simpel aus, aber selbst für Kleinigkeiten, wenn man einfach nur das Lenker noch mal so ein bisschen hier verschieben will, musst du immer so. Hast du das? Ich freue mich auf den Hersteller, der das in den Griff gekriegt hat. Next Level Racing hat das in den Griff gekriegt. Die Nut ist schon komplett im Arsch. Die Nut ist komplett im Eimer. Oh, das hier, das ärgert mich so sehr. Weil die Nuten sich nicht vernünftig bewegen. Die Nutsteine in den Nuten. Oh, Mann! Das kriegst du nicht wieder weg. Das kriegst du einfach nicht wieder weg. Das ist scheiße. Ich habe bis jetzt erst ein einziges Rig zusammengebaut und das war von Next Level Racing und die haben das hingekriegt, dass ihre Nutensteine da drinnen richtig gut flutschen. Mehrere Schrauben leicht lösen, schieben. Und damit du so ein paar Zentimeter das richtig schieben kannst. Ich brauche die perfekte Pedalsitz- und Lenkposition. So, ich mache später nochmal perfekt. Aber wir kommen langsam dahin, Leute. Und dann wird das so verdammt nice. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich darauf freue. Hier richtig mit Triple Screen Setup alles. Ich finde es übrigens schön, dass ein YouTuber, der wirklich brachial viel Geld verdient, den Scheiß alleine aufbaut. Das rechne ich ihm hoch an. Das rechne ich ihm hoch an, by the way. Und das meine ich gerade ernst und davor ziehe ich meinen Hut. Weil ganz viele lassen sich das bauen. Das finde ich schön. Das freut mich. Es ist in Motion, also alles bewegt sich. Schön Simracing zu fahren. Das ist ein absoluter Traum, der damit für mich wahr wird. Mensch, schau dich allein das Lenkrad an. Ne? Hier noch mit Display, das wird alles leuchten. Die Pedale sind der absolute Wahnsinn. Mit aktivem Force-Feedback im Bremspedal bin ich so gespannt drauf. Das ist alles wirklich nur das Feinste vom Feinsten. Und immerhin kann ich jetzt schon mal hier drin sitzen und das ist sehr, sehr nice.
Aber es ist nur der Anfang. Es ist noch einiges, was ich hier aufbauen muss. Und ich meine, wenn ihr so auf den Boden schaut, dann könnt ihr so ein bisschen vorstellen, was das bitte für ein Aufwand war. Ich habe ja in mehreren Tagen dran gearbeitet. Und ich schwitze auch ohne Ende, weil wir immer noch keine Klimaanlage da haben. Das sind die Leitungen hier, so es dauert wohl so ein, zwei Tage, dann kommt die neue endlich. Oh, es ist viel Arbeit auf jeden Fall, was im Haus noch zu tun ist. Und Shani ist draußen auch zugange. Hello. Was machst du? Ich entferne den Sahara-Sand von unserer Terrasse. Ja, weil wir manchmal halt, wir sind relativ nah in Afrika. Wenn da aus der Sahara, aus der Wüste, der Sand in der Luft ist, die Winde bringen den bis hierher. Und wenn es da mal regnet, dann kann das schon sein, Gott sei Dank immer, aber manchmal, dass es hier runter regnet. Wirklich Sand praktisch, das siehst du auf dem Boden, das siehst du auf dem Polster. Hier sieht man das. Das ist echt ein schönes Haus. Das ist echt ein schönes Haus. Mach dir ganz gut, das ist der Sahara-Sand und jetzt? So, das fängt mal der Profi an. Profi, Profi, Scheiße, das ist weg. Ich hab die Power vom Wasser hier bisschen. Oh Leute, das ist so cool. Das macht so Spaß. Guck dir mal den Unterschied an hier, wie weiß die ist und wie braun die hier noch sind. Das ist brutal. Ich glaube, man braucht eigentlich noch so ein anderes Extra hier. Es geht dann so auf den Boden und macht das dann alles auf einmal, weißt du? Wir müssen noch mal aufstocken. Wir wollen mal was. Dafür gibt es doch bestimmt einen Staubsaugerroboter. Bestes, aber solange machen wir einfach so weiter, Leute. Ja? So halbwegs sauber bekommen wir es ja. Es ist noch etwas Neues angekommen, Leute, und zwar neue Küchenstühle. Yay. Als wir eingezogen sind, zum ersten Mal in der Küche zusammen saßen, da dachten wir uns, was ist das? Wir müssen die Stühle tauschen. Jetzt sind sie endlich da. Tragen wir sie nach unten? Ja, die Frage ist nur, wie bekommen wir sie nach unten? 28 Kilo steht drauf, das ist nicht so viel. Oh mein Gott! Also wenn das rausgefällt, jetzt können wir auch Müllpacker werden. So viel, wie wir hier schon rumgetragen haben. Okay, schon mal hier geschafft. Weil die ist ja. Können wir die Stühle anheben? So unbequem, aber nur Plastik. Und ihr seht, was ich draußen ziehe. Oder irgendwas drunter machen? Die Fliesen, Alter! Oh! Und das sind doch keine günstigen Fliesen! Meine Oberschenkel kommen mir gegen die Tischplatte an. Die sind zu hoch, die sind nicht dafür gemacht. Die sind viel zu hoch. Wenn man isst, bei mir geht's auch. Bei dir ist so. Wir können nicht nur Müllpacker werden, wir können jetzt auch Innendesigner werden. So viel, wie wir uns mit allem beschäftigt haben. Aber auf der anderen Seite bin ich auch froh, wenn wir alles irgendwann fertig haben. Weil es ist schon auch stressig, irgendwie jede Woche gefühlt neue Möbel zu bekommen. Also nice, immer was Neues wieder zu haben, aber irgendwann möchte man einfach nur fertig sein. Und einfach nur genießen, wobei ganz ehrlich, keine Sorge, wir genießen hier schon mehr als genug. Alleine draußen im Pool war ich direkt heute als allererstes. Ja, da kann man ein bisschen Möbel aufbauen zwischendurch. Das passt dann schon. Wobei ich immer noch am meisten hyped bin auf meinen Rennsimulator, Leute. Den machen wir hier nach noch weiter. In dem übrigens auch einige Schiff gegangen sind, aber ihr seht gleich was wieso. Erstmal, wichtige Ansage, Leute. Ihr habt noch bis zum 31. Oktober Zeit, um euch für Erasers Euro to Victory zu qualifizieren und das kann euer Leben verändern. Nicht nur, weil es da mega Preise gibt, wie zum Beispiel ein mega nice Erasure Enforcer X10 Gaming PC, der unter anderem angetrieben wird von einem High-End Intel Core i9 Prozessor, aber ihr könnt auch ein komplettes Simracing Setup gewinnen und einen Platz in einem professionellen Simracing Team. Also ihr könnt Profi-E-Sportler werden, Profi-Simfahrer und euch dafür eben noch von zu Hause aus bis zum 31. Oktober qualifizieren. Und zwar entweder in iRacing, so wie ich das hier gerade mache, oder auf der PlayStation in Gran Turismo 7. Alle Infos dazu findet ihr auf eraser.gg, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ich muss auf jeden Fall auch noch trainieren bis dahin, denn ich werde einer der Team-Captains sein. Falls ihr euch fragt, was ist, ich erkläre es kurz. Die schnellsten 4 von euch, die sich online in iRacing qualifizieren, plus die schnellsten 4, die sich online in Gran Turismo 7 qualifizieren, plus die 4 schnellsten von der Gamescom, ihr erinnert euch vielleicht, da war ich auch schon vor Ort, und die 4 schnellsten sich jetzt noch offline auf der Simracing Expo in Dortmund vom 13. bis 15. Oktober kalt. Oh, das ehrt mich, dass du dafür Werbung machst, aber das ist okay. Die kommen alle ins Bootcamp und da sind dann die Team-Captains, Matthias Malmedy, TC Schubert, Jana Riva oder eben ich. Plus wir haben Coaches für verschiedene Bereiche. Kenne ich alle nicht. Vor Ort, um euch zu fördern und das Beste herauszuholen. Denn am Ende wird eben einer oder einer von euch professioneller Simfahrer. Echt so eine coole Sache. Und zusätzlich gibt es viele weitere Gewinner. Also checkt auf jeden Fall eraser.gg aus. Nehmt online den iRacing oder Gran Turismo teil. Und dann sehen wir uns vielleicht bald in echt beim Bootcamp. Also viel Glück euch, Leute. Und bevor wir hier im Simulator weitermachen mit dem... Nee, kenn ich nicht. ...was bei mir hier schiefgelaufen ist, gehen wir noch einmal kurz zurück nach unten. Jetzt erstmal Küche. Ich finde super, dass wir 4-mal eine Anleitung bekommen haben. Was ist Grip? Aber das sind ja 4 Stühle. Alles perfekt dabei. Jeder von Schaut euch an, Leute. Das ist eine Autosendung. Ja, okay, guck ich nicht.
Ich weiß, es ist bei euch vielleicht kein so großer Unterschied, aber wir lieben es, Leute. Diese neuen Stühle passen einfach perfekt in die Küche rein. Und es endlich so ein bisschen so ein Boho-Element hat und nicht mehr einfach nur weiße Plastikstühle. Schaut euch alleine mal den Unterschied an von vorher zu jetzt, nachher. Es ist einfach, es ist eine andere. Finde ich schöner. Und du magst sie auch? Ich liebe die Stühle. Wir können hier endlich mal richtig gut chillen und hier sitzen und einfach. Es ist so bequem, ich will gar nicht mehr aufstehen. Das ist richtig nice. Ja, davor, man trifft sich halt immer automatisch in der Küche, ne? Wenn man zum Beispiel einen Kaffee macht. Einer steht hier, macht einen Kaffee, die anderen Leute sitzen hier. Oder auch spät abends, ne? Man redet, man unterhält sich. Egal, ob man eine geile Couch hat, einen Esstisch. Irgendwie, ihr kennt das bestimmt von zu Hause, man trifft sich häufig in der Küche. Nee. Nein. Im Büro. Da hatten wir immer diese super unbequem Stühle und jetzt endlich, jetzt kann man hier ordentlich sitzen. Und was heißt ordentlich, ja? Richtig bequem, das sieht gut aus. Top, Leute. Sehr, sehr nice. Was übrigens auch richtig gut aussieht, ich weiß nicht, ob ihr es von hier erkennen könnt. Schaut mal, wie weiß das draußen ist. All das, was Shani sauber gemacht hat. Das war gestern Abend, da war es ja noch ein bisschen nass, aber jetzt, wo es getrocknet ist, schaut euch das an, es blendet richtig so weiß sind die Fliesen mittlerweile. Es ist wirklich weiß. Ich habe auch nie gedacht, dass die Fliesen weiß sind. Die waren vorher eher so ein bisschen beige. Aber man sieht ganz gut den Unterschied. Hier auf der Terrasse haben wir es nicht so gemacht. Und klar, hier ist jetzt auch Schatten, aber hier siehst du richtig die Farbe, so, ne? Das sandige Braune. Und dann hier draußen einfach nur weiß. Dieser weiße Streifen ist übrigens eine Lichtreflexion, ne? Also der ist nicht, sieht man mit meinem Schatten, glaube ich. Und auch die liegen sind wieder weiß. Der Fatboy ist weiß. Sehr gut gemacht, mein Schatz. Und heute ist auch ein Hammertag. Wir haben so eine Weitsicht. Wir sehen bis da hinten. Man sieht die riesen Fähre im Wasser. Ist schon cool. Stimmt. Ja, krass. Wenn immer Unterschied, wenn halt viel Sahara in der Luft ist, sieht man auch nicht bis ganz da hinten. Und sonst, wenn aber alles klar ist wie heute, siehst du halt so krass weit von hier aus. Das ist auch eins der coolsten Sachen an unserer Lage hier vom Haus. Wir sind einfach happy, oder? Wir sind sehr happy. Sehr, sehr dankbar. Wir haben so ein Glück mit diesem Haus und mit meinem Rennsimulator, Leute. Ja, so cool, dass hier draußen ist. Rennsimulator brauche ich. Und an dem kümmere ich mich jetzt. Das ist besser als Weihnachten. Leute, schaut euch mal an. Ich komme nicht durch. Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ich krieg fast keine Luft. Okay, ich hab's. Puh, das sind drei fette Curved-Monitore, 32 Zoll. Und die werden praktisch in einem Halbkreis rund um mich herum im Rennsimulator sein. So sehen die Schmuckstücke aus. Boah, ihr könnt schon mal ab. Ich halte es mal so probeweise hin. Also ich sitze dann hier. Ein Monitor ist so, der andere so und einer noch so. Hier unten bin ich. Ja, also man wird wirklich rundherum nur noch Monitor haben. Perfekt für den Rennsimulator. Es wird so krass. Aber damit das Ganze noch gut funktioniert, muss ich halt so einen Triple Screen Holder perfekt bauen, damit die exakt aneinander anschließen. Sonst sieht scheiße aus. Das heißt, hier ist mal wieder einiges an Arbeit vor mir. Ich habe immerhin schon mal das ganze Chaos, was hier war, so ein bisschen beseitigt. Also die verbleibenden Schrauben und sowas alles hier aufgereiht. Und dann würde ich sagen, ab an die Arbeit. Zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, gleich habe ich es alles geschafft, aber naja, erst mal Podcast aufnehmen und rechts der Laptop, ja, gemütlich nachsitzen mit der Bergmann, habe mich dann noch schön nach unten gesetzt zum Sonnenuntergang im Hintergrund. Hört euch die ganze Folge an, gemütlich nachsitzen auf allen Podcast-Plattformen, aber dann ging es weiter mit dem Bau bis spät in die Nacht. Das ist schön schick mit dem Hintergrund. Rein und ich dachte, ich hab's jetzt fast, aber nein, Leute. Der letzte Monitor, das letzte Verbindungsstück, das, was da gerade hängt, das passt nicht für den Monitor. Deswegen konnte ich nur einen von drei Monitoren so notdürftig anbauen und am nächsten Tag ging es dann hiermit weiter. Klimaanlage, endlich kam das Gerät, aber ja, Pustekuchen, es wurde nicht am selben Tag fertig gemacht, sondern mañana, Spanisch für morgen. Ja, also der erste Monitor hängt schon mal, wenn er noch nicht ganz auf der richtigen Höhe. Es muss ja noch perfekt werden, aber es gibt's nicht, Leute. Wir haben noch eine Verzögerung hier im ganzen Prozess, denn schaut mal. Im Flur, also wir haben jetzt eine neue Klimaanlage, zumindest schon mal hier und hier. Nur die sind noch nicht ganz fertig, ja, die Lampen hängen nur hier so halb runter. Und was ist das bitte? Ein fettes Stativ steht jetzt hier bis morgen. Und nur davon wird die Klimaanlage... Ich habe 48 Zoll Bildschirme. ...hier oben gehalten. Ich stehe auch drauf, Attention, also man sollte es besser nicht berühren, sonst kracht das ganze Ding vielleicht wieder runter. Morgen werden die Arbeiten fertig gemacht. Hier war schon wieder alles so komplett staubig. Shani hat richtig fleißig sauber gemacht, danke dafür. Ich will nur noch alles sauber machen. Du weißt, dass es in 12 Stunden alles wieder dreckig gemacht wird, ne? Ja, aber ich will nicht, dass es durchs ganze Haus getragen wird, deswegen dachte ich mir, ich fange einfach schon mal an. Ich will schon das zweite Mal und morgen wird dann das dritte Mal sein, dass die Handwerker hier sind und dann nicht irgendwas machen, sondern die Decke einreißen, da oben schrauben, jetzt wirklich... Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie staubig das ist. Nee, deswegen ist auch hier eben bei mir der Teppich so hochgeklappt, dass damit die Handwerker hier durch könnten, damit der hier gebaut wird. Wobei, das machen sie erst morgen. Hier kommt eben meine Klimaanlage hin. Das sind so 4 einzelne Geräte für alle Räume oben. Naja, soviel dazu. Eigentlich wollte ich halt erst danach meinen Simulator fertig bauen, aber egal, jetzt komm. Ich will, dass er endlich fertig wird. Ich baue jetzt die anderen Monitore auch dran. Let's go. Ja, dachte ich zumindest, Leute. Adapter sind zwar angekommen, die habe ich nachbestellt. Das heißt, jetzt steht eigentlich nichts im Wege, alle drei Monitor aufzuhängen. Nur, was ist mit dem Monitor? Nein, Leute, das darf doch nicht wahr sein. Ach, mein kompletter Bau des Rennsimulators ist einfach sowas von
verflucht. Mehrfach schon haben wir halt Teile gefehlt, muss wieder warten. Die ich danach bestellen musste, wie jetzt zum Beispiel so ein Weser-Adapter. Also, Felix, wenn du mal Unterricht brauchst in MacGyvern, mit MacGyvern kenne ich mich sehr gut aus. Aber wahrscheinlich wirst du auch nicht genug. Hast du genug zu Hause zum MacGyvern, Felix? So Unterlegscheiben, Schrauben und so? MacGyvern geht immer. Irgendwelche Schrauben. Oder der erste Monitor, den ich wollte, ist Markteinführung hier in Spanien, wurde erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Da habe ich gedacht, okay, nehme ich stattdessen die hier. Und was ist jetzt bei einem von den drei Monitoren? Der ist einfach in der Mitte kaputt. Was ist das? Ich habe den so rausgeholt. Ich schwöre, ich habe den vorsichtig. Ich habe nichts gemacht. Hier ist noch die Verpackung. Ich habe ihn da rausgeholt. Ich habe nichts damit gemacht. Und jetzt hier hatte dieses Ding in der Mitte. Ich dachte erst, vielleicht ist ja nur Folie oder so. Nein. Ich habe ihn jetzt extra an Strom angeschlossen, um zu gucken, ob es geht. Und ihr seht hier, das verschwindet da drunter. Und wenn man so leicht draufdrückt, hier, siehst du auch, das Ding ist kaputt. Oh Mann, Leute. Irgendwie Pech mit Monitoren. In Köln auch. Das Monitor von einem anderen Hersteller. Einfach nach einem Monat hat er aufgehört zu funktionieren. Und muss jetzt auch zu... Fühl dich, Felix. Meiner war auch kaputt. Ja. Und der hat gerade mal 2 Wochen gehalten. Und dann hat er einen weißen Strich gehabt. Musste auch getauscht werden. Geschickt, ein riesen 42-Zoll-Ding. Und die Monitore auch schon, ne? Die wurden von der Post erst in irgendeinem Lager vergessen und dann kamen sie verspätet an. So, und jetzt sind sie da, jetzt ist einer kaputt, das ist wirklich... Ich möchte nur meinen Rennsimulator haben, ich freue mich so darauf, wenn der fertig ist, aber alles verschiebt sich. Genauso wie unsere Klimaanlage. Die sollte auch schon vor 2 Wochen fertig sein. Dann sollte sie heute halt fertig gemacht werden, dann heute so, ja, wir schaffen es nicht ganz. Oh. Ma. Ich meine, alles First World Problems, aber ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, das ist einfach sau. Ja. Ah, Leute, das kann nicht sein. Also bei meinem Spielzeug dauert alles noch. Und Shani währenddessen hat einfach ihr neues Spielzeug schon bekommen. Shani, was ist das hier? Einfach ein komplettes DJ-Set hier. Es ist so cool. Ja, ich kann's auch. Alright, Leute, bevor ich jetzt irgendwie Stress bekomme mit GEMA-Rechner. Das ist ja geil. Oh, ich hab jetzt Bock aufzulegen. Cool, lass mal kaufen. Der Rennsimulator wird noch fertig gemacht. Seht ihr auf jeden Fall in den kommenden Videos. Nee, warte, Leute. Wir waren natürlich noch in diesem Video. Schaut euch an, das ist der Simulator. Also, er ist noch nicht fertig, noch nicht komplett. Motion fehlt zum Beispiel noch, das ganze Ding wird zu bewegen. Aber allein, dass die drei Monitore jetzt habe, wie cool ist das? Bitte. Und das Coole halt an diesem Triple Screen ist, dass man so richtig in die Ecken reinschauen kann. Ne? Wenn man nach links fährt, dass man so mit nach links rüber guckt. Das macht so Laune. Ah. Wie gesagt, ist noch nicht fertig. Ja, also das ganze Motion-Element fehlt. Damit wird das Ganze einfach noch mal viel, viel krasser. Aber fürs Erste, Leute. Ich bin einfach happy. Es macht so Laune. Wie sieht es von außen aus? Es ist so krass. Es ist so ein großer Simulator. Das ist so heftig. Wenn das Motion-System nächste Woche installiert ist, dann fährst du auch mal. Dann gucken wir mal, wie Shani hier in meinem Simulator drin ist. Ich schlag deine Zeit natürlich. Hallo? Oh, das werden wir nochmal sehen. Aber ich habe vor, dass alle Gäste, die zu uns kommen, hier eine Zeit setzen müssen da drin. Und es gibt eine Bestenliste. Und Bestenliste auf Platz 1 muss natürlich ich sein. Platz 2 musst du sein, ja? Hausehre. Die Hausehre muss hochgehalten werden. So, bis dahin, bis Gäste kommen, müssen wir aber alles aufräumen. Immerhin ist schon mal kühl, weil heute wurde endlich hier die Klimaanlage fertig installiert. Jetzt auch alles vom Handy aussteuern, Leute. Das ist Gold wert. Nur offen ist es hier oben noch. Das soll jetzt mal ein paar Tage laufen, ob noch irgendwo was leckt. Und dann nächste Woche machen wir die Decke zu. Ja, ich bin einfach so happy, Leute, dass alles funktioniert hat. Hallöchen. Unsere neue ist relativ zutraulich geworden, ne? Ich sag relativ, weil sie lässt sich nicht immer streicheln. Okay. Mal schauen, ob die hier noch bleibt, aber jetzt gilt es erst, den Rennsimulator zu genießen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß hier beim Zuschauen vom Video. Wenn ihr denkt, dass ihr schnell genug seid, checkt auf jeden Fall einen Link in der Beschreibung aus zur Competition. Und da gibt es noch viele coole andere Preise, also checkt es auf jeden Fall aus. Aber sonst würde ich sagen, was ist für heute im Vlog? Vielen Dank fürs Zuschauen, drückt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und mach's gut. Ciao, ciao. Also ciao, checkt ciao. Auf jeden Fall. Das ist so Motion in die Ecken. Und das ist cool halt. Moment. Ich glaube, Felix hat hier was improvisiert. Irgendwas hat Felix improvisiert, weil der Bildschirm entspricht nicht diesem und auch nicht diesem. Weil das hier ist ein regulärer 32 Zoll? 27 Zoll? 32? Würden wir sagen 32. 27? Und dann das? Soll das so? Irgendwas stimmt hier nicht. Und das Ding hat Input-Lag. Das ist cooler.
Jo, das Ding hat Input-Lag. Ich gehe fast davon aus, dass das eine Zwischenlösung ist. Also hoffe ich zumindest. Also ich gehe ganz stark davon aus, weil er wird drei von denen haben, schätzungsweise. Weil das würde ich nicht fahren. Es ist so ein großer Simulator, das ist so heftig. Das meint sie nicht ernst übrigens. Das meint sie nicht ernst. Aber sieht schön aus. Also ist, also wirklich, ich finde es sehr schön, dass er das selber macht und nicht machen lässt. Das ist für Content-Creator-Verhältnisse sehr selten. Das finde ich echt geil. Und ich mag sein Haus. Der Vibe in diesem Video ist echt cool. Finde ich schön. Gönn dir, Felix. Gönn dir. Schreib ihm mal, ob du eine Bestzeit aufstellen darfst. Ich dafür, also Felix kenne ich ja gar nicht. Ich weiß nicht, ob ein Besuch bei Felix so clever wäre.